Salzburgs ältester Fußballclub, der SAK 1914, feiert in der kommenden Woche sein 95-jähriges Bestehen. Pünktlich dazu ist auch die neue Heimstätte, die Sportanlage Salzburg Mitte Nonntal, fertiggestellt worden. Es ist eine wunderschöne Anlage. Also es ist wirklich, wenn man die alte Anlage kennt, die zwar alt, ehrenwürdig, aber schon also mehr einer Barackensiedlung war, ist es wirklich eine wunderschöne Sache geworden. Was erwartet die Fans beim 95er Jubiläum des SAK? Die Feierlichkeiten beginnen am Mittwoch um 19 Uhr mit dem Spiel gegen Red Bull. Das ist ein, was kann man einen würdigen Gegner haben als den regierenden österreichischen Meister. Das ist der Einstieg. Dann am Donnerstag am Abend sind ein paar Nachwuchsspiele. Am Freitag werden die alten Herren gebeten zu spielen, und zwar einmal die Mannschaft, die 98 zum 30. Mal ein Salzburger Landesmeister geworden ist, und anschließend drei Mannschaften, die über 49 aus Thalgau, SAK und Koppel. Und am Samstagvormittag ist wieder ein Nachwuchsturnier und Nachmittag ein großes Turnier der Kampfmannschaften mit Austria Salzburg, Anif, Grödig die Kampfmannschaft und der SAK. Und am Sonntagvormittag bis im Nachmittag hinein wieder Nachwuchsturniere. Der Obmann erklärt das Besondere am SAK. Naja, es ist ein Traditionsverein, der schon alle Höhen und Tiefen durchgemacht hat, von Bundesliga runter bis zur Landesliga. Und wir sind jetzt in der Landesliga, wo es an und für sich passt. Die Regionalliga ist unser Ziel in den nächsten Jahren wieder. Aber jetzt ist halt ein Neubeginn durch die neue Sportanlage im Sportzentrum Mitte in Nonntal. Jetzt ist wieder eine Motivation da, jetzt waren wir doch 2 Jahre auswärts, und ich hoffe, es gibt einen Motivationsschub, dass man wieder wirklich einen Neustart durchziehen kann. Gerne denkt man an vergangene Zeiten zurück. Die größten Erfolge waren die Bundesliga-Zeiten in den 50er, 60er Jahren und dann 85, 86 das letzte Mal, das waren die sportlichen Höhepunkte, und halt das immer eine SAK-Familie vorhanden ist. 2000 Fans werden zum Match gegen Red Bull Salzburg am kommenden Mittwoch erwartet. Bis dorthin sind dann ganz bestimmt auch die letzten Arbeiten abgeschlossen.